Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir wollen heute mal Chips testen und zwar drei verschiedene Sorten von Lay's. Da steht neu drauf, aber die sind bestimmt schon so alt wie ich selber, beziehungsweise sogar noch älter. So sehen auch die Tüten aus. Wir möchten euch das mal hier zeigen. Wir haben die Marke Lay's gewählt mit dem Typ Strong. Wer das kennt und ich verstehe es nicht, weil hier immer drauf steht Perfect with Beer. Deswegen habt ihr hier bei dem Neuzeichen ist ja auch einfach so ein Bierglas drauf. Aber seit wann soll man denn, wenn was scharf ist, Bier dazu trinken? Das macht es doch noch schlimmer. Eigentlich soll man doch was Neutrales, was ohne Kohlensäure vor allem und kein Alkohol. Manche trinken ja dann ein Glas Milch oder irgendwas, so Leitungswasser. Tut es bestimmt auch, aber ich verstehe es nicht. Lay's Strong Perfect with Beer. Und da gibt es nämlich eine Sorte, da gibt es zwei Sorten und da gibt es sogar drei Sorten. Wie anfangs ja schon gesagt, was da der Unterschied ist, wollen wir uns jetzt mal angucken. Und wir wollen natürlich auch mal hinten die Verpackung lesen. Erstmal sehen wir hier nochmal das schöne Neu-Logo mit dem Bierglas dabei. Lay's Strong Perfect with Beer Chili and Lime. Das ist hier auf der Skala mild. Das ist also die kleinste Stufe. Chili und Lime seht ihr hier. Ne? Grüner Lime, warum auch nicht. Dann haben wir die nächste Stufe. Perfect with Beer Hot Chicken Wings. Das ist hot statt mild. Dafür ist der Zähler ja auch in der Mitte. Hier habt ihr Chicken Wings. Die sehen halt ein bisschen pervers aus. Aber weil das immer noch nicht heftig genug ist, Heftig genug haben wir hier noch Perfect with Beer Wasabi Extra Hot und die sind bis hinten und ihr seht hier auch die grüne Matschmasse. Jetzt aber interessant, was steht denn hinten drauf? Hier dieser Disclaimer an alle Bierfreunde. Wir nehmen mal den ersten, den roten, oder? Wir können eigentlich auch den gelben nehmen oder nehmen wir doch den grünen. Ich glaube, da steht überall dasselbe drauf. Wir nehmen mal den roten, da ist die Tüte noch schön ausgeblustert. Perfect with Beer an alle Bierfreunde. Lay's Strong Chips in spannenden Geschmacksrichtungen mit verschiedenen Schärfegraden. Ideal abgestimmt auf die abwechslungsreichen Charaktere von Bier. Dadurch gewinnt die Braukultur den perfekten Snack zu Bier. Lay Strong, stark im Geschmack und in der Schärfe, der perfekte Snack zu Bier. Für aufregende Momente mit deinen Freunden. Und es steht natürlich auch hier extra nochmal drauf. Mild, hot, extra hot. Nochmal die Skala hier hinten. Wir wollen also jetzt mal anfangen mit den milden Chili und Lime. Ich glaube, die mache ich einfach auf. Probier ein, zwei Stück und eigentlich bin ich ja gerade auf dem Kurs, mich gesund zu ernähren. So drei Tüten Chips sind dann nicht so das Wahre, aber ich weiß ja, wer gerne Chips isst, nämlich der Wuser. Ich mache die einfach alle drei auf, lade ihn dann demnächst ein und sage, hier, hast du ein paar Chips, nimm den Rest mit. Dann muss ich die nicht essen. Ich konnte sie aber trotzdem zeigen fürs Video. Er freut sich, dass er Chips kriegt, warum auch nicht. Wir nehmen mal einen raus und was ich jetzt schon sehe, dass die richtig schön groß und brutal sind. Die sind auch geriffelt, ich mag geriffelte Chips auf jeden Fall lieber als diese normalen dünnen, denn die sind einfach knuspriger, die sind bissfester, die schmecken meistens auch nach mehr. Riechen mal. Riecht auf jeden Fall süßlich. Hm. Vom Chili merke ich eigentlich jetzt gar nichts. Es hat eine sehr kartoffelige Note. Mit einem leicht süßlichen Geschmack hinterher, aber wirkt insgesamt trotzdem etwas pappig. Vielleicht einfach, weil die schon seit 10 Jahren liegen. Ich könnte ja mal einen Datum suchen, aber irgendwie finde ich keins. Das Datum ist auch schon von der Tüte abgefallen. Sind aber so ganz gut, schmecken auf jeden Fall nicht so aufdringlich. Nicht zu scharf, also für Chips-Liebhaber gehen die auf jeden Fall. Chili and Lime, darf man sich von dem Chili nicht abschrecken lassen. Mmh.
Aber im Endeffekt muss ich die selber behalten, weil sie so gut schmecken. Wir versuchen aber mal die nächste Stufe. Ach, hier oben. Hier oben in der Ecke steht's. Da, ganz klein steht's hier oben in der Ecke. 3. Februar 2019. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wir machen die hier mal auf. Die Hot Chicken Wings. Die riechen jetzt auch einfach nur muffig, aber die müssten ja eigentlich ein bisschen schärfer sein. Wir ziehen uns wieder einen raus, beziehungsweise gleich zwei. Da fehlt jetzt natürlich die süße Komponente. Das macht sich aber eine schön würzige Note breit auf der Zunge. Aber so richtig Schärfe merke ich da auch nicht. Ich glaube, wenn man mehr davon isst, vielleicht, okay. Soll ja auch nur mild sein, also mild. Aber mich, wo ich sowieso immer komplett scharf esse, ist ja klar, dass das für mich nichts ist. Andere würden die bestimmt ganz angenehm würzig finden. Schmeckt aber auch gut, muss ich sagen. Bin ich eigentlich auch positiv überrascht. Gefallen mir sogar noch ein Stück besser als die Chili Lime. Weil die eben würziger sind. Weil die nicht diese süße Note haben. Sondern weil die einfach richtig schön nach Chicken Wings schmecken. Obwohl ich Chicken Wings überhaupt nicht mag. Weil die nur aus Knochen bestehen. Aber da haben wir unseren Meister. Und die müssten eigentlich die besten für mich sein. Weil die ja extra hot sind. Aber ob das was taugt, die sind sogar noch älter, die sind vom 8. Januar 2019. Ich weiß nicht, ob man das sieht. 8. Januar 2019. Dann können wir ja doch mal auf die erste Tüte gucken. Nee, 10. Februar, das ist nix. 8. Januar, das ist eine gute Zahl. Und Wasabi gibt es ja sowieso. Es gibt so viele Sorten, die Wasabi-Chips rausgebracht haben. Auch Chio und irgendwas, wo man eigentlich gar keinen Geschmack mehr hatte. Es nur wehgetan hat und man gesagt hat, die sind voll eklig. Man isst ja gern scharf, aber die Chips an sich waren halt nix. Die sehen auf jeden Fall leicht grünlich aus. Haben auch komischerweise nur einen muffigen Geschmack. Da reizt nichts die Atemwege, nichts die Lunge, gar nichts. Sonst muss man aber manchmal husten, wenn man so scharfes Zeug einatmet. Wir probieren die jetzt und da bin ich mal gespannt, ob die das jetzt toppen. Ob die jetzt wirklich extra hot sind oder ob die auch einfach ganz normal sind. Seht ihr denn artig sein Ohr? Schmeckt wirklich so, als würde man sich einen exquiser Frischkäsequark aufmachen. Vom Typ Meretich. Aufs Brot schmieren, eine Tomate drauf und das so zum Frühstück essen oder aufs Brötchen. War früher immer ganz das Highlight. Ist an sich eigentlich auch angenehm, aber ich würde nicht sagen extra hot oder scharf, also die anderen Wasabi-Chips, die es sonst immer gab, die waren bedeutend schärfer, die waren so richtig ekelhaft. Die sehen zwar brutal aus, Wasabi extra hot, aber die gehen eigentlich. Ich kann ja Pupsi dann mal fragen später. Die isst ja auch gerne scharf. Ob sie jetzt findet, dass das erste scharf ist, das zweite oder das dritte. Aber ich glaube, selbst bei der dritten Packung sagt sie, sie merkt nichts. Also könnt ihr ruhig zugreifen, könnt ihr ruhig essen. Wer auf Schärfe steht, der muss halt zu was anderem greifen oder gönnt euch irgendeinen scharfen Dip dazu. Ihr könnt ja selbst immer noch nachwürzen. Bin ein bisschen enttäuscht, ich dachte wirklich, die hauen übelst rein. Sind dafür trotzdem okay, schmecken eigentlich ganz gut. Jetzt bin ich mal gespannt, muss mal einen Wuser schreiben, weil er das nächste Mal vorbeikommt. Ich muss sagen, ich habe 3 Packungen Chips für ihn, die er mal durchtesten kann und gleich leer machen kann oder mitnehmen kann, wie auch immer. Kennt ihr auch die Sorten? Habt ihr die schon mal gesehen? Lay's Strong, die extra Marke fürs Bier, zum Bier. Vielleicht sind die deswegen auch nicht so scharf, weil ja eben durch die Kohlensäure vom Bier das dann noch schlimmer wird. Und deswegen sind die fürs Bier und extra so gewählt, dass die zu dem Bier noch harmonieren, aber nicht euch irgendwie komplett den Geschmack rauben. Ich habe keine Ahnung.
Ja, die steckt einfach. Guck dir das an. Jetzt hat er einfach hier in die Tüte reingegriffen und hat sich einen Chip rausgeholt. Gute Art spielt Fußball mit den Wasabi-Chips. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Und er knuspert. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.